Ihr lieben Freunde meines Kanals, ich hatte wieder spontan Lust auf Diablo 3. Und was macht man, wenn man nach langer Zeit zurückkommt? Natürlich erstmal ein Herausforderungsportal Nummer 267 Europa. Wir spielen die Dämonenjägerin und ich finde es diese Woche recht einfach. 4,39 habe ich gebraucht anstatt der Vorgabe 5,38. Nach dem vierten Versuch hatte ich es hinbekommen. Ich musste erstmal die Map ein wenig lernen, denn ich bin in sehr viele Sackgassen gelaufen und ich musste ja mit diesem Rhythmusspiel, was wir hier tun, zurechtkommen, also sehr viel Q und W drücken, dazu linke, rechte Maustaste. Und wenn man den Rhythmus einigermaßen drin hat, ihr seht es schon, da explodiert so viel auf dem Bildschirm, die Champions schmelzen. Wir sehen sie teilweise nicht mal, heben dann einfach die Orbs auf und ja, kommen damit ziemlich einfach durchs Portal. Hier, das, was ich meine, da liegen sie jetzt, die Orbs, da war wohl ein Champion und da hinten der Boss, der ist auch einfach nur in sich zusammengefallen. Season 26 läuft aktuell noch, ist ja verlängert worden bis zum 21. August. Man ging vorher davon aus, dass sie Anfang August enden wird, dann drang schon durch, na, es wird eher der 8. August werden und jetzt ist es der 21. August geworden. Es gibt also noch eine Menge, ach, jetzt bin ich hier gestorben, ach Mensch, das kostet Zeit, Leute. Naja, es gibt wohl noch einiges zu tun am kommenden Diablo-Patch, weswegen sich Season 27 verzögert. Ich hatte ja angekündigt, dass ich ein Season-Reise-Let's Play machen will zur nächsten Season. Also mal wirklich alles machen will, was man innerhalb einer Season, also innerhalb einer Season-Reise machen kann. Darauf freue ich mich schon sehr. Die Ankündigung kam auch bei euch gut an. Und ja, jetzt kann ich noch ein wenig üben, denn ich hatte mir die Barbaren ausgesucht. Allerdings habe ich mit Barbar noch gar keine Erfahrung, außer über die Herausforderungsportale. Von daher übe ich jetzt schon mal ein wenig und ja, schaue einfach, welche Skills mir so gefallen, was ich mir so von der Schummelliste schon mal so merken kann. Das hier, das ist ein gefährlicher Champion. Da bin ich beim ersten Mal, bestimmt die ersten zwei, drei Läufe bin ich an dem gestorben, weil ich da zu schnell reingerannt bin. Denn ich habe Verbindung drauf, ich habe Eile drauf, dann rennt man da rein und dann fällt man einfach nur um. Aber jetzt drehen wir den Spieß um und fallen trotzdem wieder um. Langsam wird es ein bisschen kritisch mit der Zeit. Denn immer wenn ich hier abkratze, dann bricht auch dieser Rhythmus, den ich schon erwähnt habe, in sich zusammen. Dann muss ich alles wieder neu aufbauen und hoffen, dass ich wieder in Fahrt komme. Aber das geht jetzt auch recht gut. Ja, ihr seht, da passiert super viel auf dem Bildschirm. Also ich kann nicht richtig hingucken. Oft schieße ich einfach ins Blaue und hoffe, dass ich was Blaues treffe. Und dann zack, liegen sie da wieder, die Orbs. Und ich kann wieder ein wenig Abstand aufbauen. Die Damage-Zahlen sind natürlich grandios. Ja, Season 27, wie gesagt, wird es das Season-Reise-Let's Play geben. Season 26 werde ich noch ein wenig streamen. Ich habe es diesmal nur bis Paragon, ich glaube, 690 oder so geschafft. Also auch nicht allzu weit. Mal schauen, wie weit es dann im Let's Play geht. Werde jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage noch ein bisschen streamen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne zu. Ja, und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg hier. Ne? Das Ende ist schon in Sicht. Ich habe ein gutes Polster und gehe nicht aus dem Effekt raus und verliere nochmal richtig viel Zeit. Und ihr seht, wie schnell die Sanduhr nach vorne springt. Also jetzt wird es hier nochmal spannend. Also ich kämpfe natürlich gegen meine eigene Zeit. Allerdings noch ein, zweimal sterben und das wird hier nichts mehr. Von daher jetzt aber hier Konzentration und ja, den Boss hier weggepfeffert, den haben wir auch wieder nicht gesehen. Der hat einfach nur meine Explosion gefressen und ist in sich zusammengefallen. Und jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt hat sich das Blatt zu meinen Gunsten gewendet. Und wenn jetzt nicht noch irgendein Spielfehler meinerseits passiert, sollte ich hier ziemlich gut durchkommen und hoffentlich meine Zeit nochmal verbessern. 22 Sekunden habe ich noch, aber gleich müsste eigentlich der Boss kommen. Wir sind schon bei 96%. 97. Leute, es ist noch schaffbar. Ich kann es noch hinkriegen. Und da kommt er. Komm, der fällt jetzt super schnell um. Komm, hier. Zack, zack, links-rechts-Kombination, Schelle ins Gesicht und. Yes, 439,599, also 0,6. Also nochmal, ich würde sagen, 3,5 Sekunden verbessert. Mensch, das war doch super. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Freut euch auf die Season 26 Streams und auf die Season 27 Let's Play Season Reihe. Gehabt euch wohl, BB. Vielen lieben Dank.